Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und ihr seid mal wieder vom PC und habt keine Lust zu arbeiten. Vielleicht habe ich da was für euch. Nokia hat hier auf dieser Seite Angry Birds und Fruit Ninja, mit denen ihr was ganz Lustiges machen könnt. Aber zuerst mal hier die URL. Also schreibt ihr euch mal kurz auf. Ist eine argentinische Website, also haben wir hier auch keine englische Version, leider. Also ihr habt es euch aufgeschrieben. So, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Ihr seht hier Angry Birds und Fruit Ninja. Ihr schiebt es dann hoch in eure Lesezeichenleiste. So, Angry Birds und Fruit Ninja. Und wenn ihr dann auf einer beliebigen Webseite seid, beispielsweise newgadgets.de, ups, so, newgadgets.de, da müsst ihr nur noch, sobald die Seite hier fertig geladen ist, auf entweder Angry Birds oder Fruit Ninja. Ich fange hier mal mit Angry Birds an. Und ihr seht, wir haben hier unten jetzt die verrückten Vögel und hier auch auf der Seite verteilt ein paar grüne Schweinchen. Und dann könnt ihr ganz normal Angry Birds spielen. Und passt mal auf, was jetzt passiert. Die Seite wird zerstört von den kleinen Vögelchen. So, ich war ja bei Angry Birds schon nie ein guter Spieler und mache auch lieber die Seite kaputt hier, als die Schweine zu treffen. Aber eine sehr coole Idee, netter Zeitvertreib und das Ganze geht dann natürlich auch mit Fruit Ninja. Dazu müssen wir dann die Seite nochmal neu aufrufen. Fruit Ninja klicken, da kommt hier der kleine verrückte Opa, Japaner, keine Ahnung wer das ist, und wirft mit Früchten, die wir dann einfach mit der Maus zerstören können. Dabei geht natürlich auch die Seite kaputt, wie man sehen kann. Ich habe hier schon die komplette Seite zerstört. Ein bisschen ruckelig. Ups, eine Bombe getroffen. Und ja, das war's. Also ein netter Zeitvertreib, Angry Birds oder Fruit Ninja. Auf der Nokia-Seite könnt ihr diese dann einfach in eure Symbolleiste hochschieben. Hier habt ihr die URL nochmal. Ganz nette Idee.